Einen wunderschönen guten Tag und hallo aus Los Angeles. Das heutige Video ist so ein bisschen im legeren Livestream-Format, ohne dass es ein Livestream ist, denn ich möchte wirklich kein einziges Kommentar, das unter diesem Video sein wird, verpassen, was im Livestream passieren würde. Denn heute seid ihr gefragt. Heute brauche ich euren Input, eure Meinung. Denn ich möchte etwas Neues auf meinem Kanal starten. Ein neues Format. Im Prinzip ist es sogar das, der Grund, wieso ich meinen YouTube-Kanal überhaupt angefangen habe. Und nach hat sich das dann so entwickelt, sodass ich jetzt mache, was ich jetzt auf YouTube mache. Was sehr schön ist und wofür ich sehr dankbar bin, denn diese Themen, die ich behandle, die Art von Videos, hat 94.000 sehr freundliche, nette, liebe Menschen, die es immer wieder in den Kommentaren beweisen, wie freundlich, lieb und nett sie sind, auf meinen Kanal gelockt. Komisches Wort. Und jetzt möchte ich etwas Neues, Zusätzliches machen. Also, keine Sorge an alle, die meine Videos gerne gucken und so weiter, die ich so die letzten Jahre gemacht habe. Das wird weiterhin genauso weitergehen wie bisher. Diese neue Sache, das wird nicht etwas, das dauernd passieren wird, weil es einfach etwas ist, das sehr viel mehr Arbeit braucht. Also es wird eine kleine Änderung auf meinem Kanal geben, da rede ich später auch drüber. Ich habe unten Kapitel eingeblendet, falls euch irgendwas Bestimmtes interessiert. Ich werde auch ein, zwei Updates und Ankündigungen so geben. Habe ich überhaupt schon gesagt, was ich machen will? Ich glaube nicht. Lange um den heißen Brei herumreden. Beat around the bush haben wir letztes Mal gelernt. Das ist die amerikanische Redewendung dafür. Ah, und jetzt erzähle ich euch, wie ich um den heißen Brei herumrede und rede damit um den heißen Brei herum. Was ich machen möchte auf diesem Kanal mehr sind Kurzfilme. Und vielleicht sogar eine Miniserie, eine Webserie. Und das kann auf verschiedene Art und Weisen passieren. Und ich habe mir da drei verschiedene Art und Weisen ausgedacht. Und in den Kommentaren könnt ihr sagen, was euch am besten gefällt. Ob euch mehrere Sachen gefallen. Falls ihr noch irgendwie zusätzliche Ideen habt, könnt ihr die auch gerne teilen. Ich werde mir wirklich alles durchlesen, weil mir das sehr, sehr wichtig ist. Also fangen wir mal mit erstens an. Erste Art, Kurzfilme, Miniserie und so weiter zu machen, wäre ganz traditionell. Ich und die Leute, die mir dabei helfen werden, Schauspieler, Stuntleute, Kamera etc. Oder die ich dafür sogar bezahlen werde, die sogar bezahlen. Künstler dürfen nicht bezahlt werden. Nein, also mit dem Budget, das ich zur Verfügung habe. Mit den Leuten produziere ich etwas und ihr könnt euch das dann natürlich gratis auf diesem Kanal anschauen. Da wäre meine Frage, welche Genres interessieren euch so? Im deutschen Fernsehen gibt es ja allgemein sehr limitiert, was Genres betrifft und so weiter. Jetzt durch Streaming-Services und eher internationale Produktionen, die auch aus Deutschland kommen, wird mehr versucht. Aber was, wenn es so eine deutsche Produktion ist, was vermisst ihr so an einem Genre? Ich bin für mehrere Sachen offen. Ich habe Lust, an verschiedenen Genres, an verschiedenen Arten eine Geschichte zu erzählen. Und dann ist natürlich auch mir wichtig, was die Leute gerne gucken, die das dann sich eventuell angucken werden. Und ich würde gerne etwas machen, das so ein bisschen im Stil von Breaking Bad, Better Call Saul ist. Vince Gilligan, der Creator der Show. Ich liebe den Stil einfach. Natürlich wird das, was ich mache, lange nicht so gut sein. Und ich denke mal, dass es ein bisschen, das Action-Element ein bisschen größer sein wird, weil ich einfach so viele Weltklasse-Stunt-Leute kenne, die immer sehr hilfsbereit sind und immer Bock haben, was zu machen, und das nicht zu nutzen, wäre ziemlich dämlich. Es soll jetzt kein Breaking Bad-Abklatsch sein, aber ich liebe einfach den Stil, die Cinematography, die Art, wie die Geschichte erzählt wird, die Geschwindigkeit, die Atmosphäre. Und das Zweite, was ich so liebe und was es einfach nicht mehr wirklich gibt, wäre etwas im Sinne von Nackte Kanone, Hot Shots. Ist wahrscheinlich nicht mehr allzu beliebt, aber ich liebe es einfach. Ich liebe es. Ich bin in ungeklärten Abwasser geschwommen. Na, welcher Film ist das? Ich denke, so oder so, so ein Kurzfilm, Miniserie aus Los Angeles, die auf Deutsch ist, sowas gibt es noch nicht so wirklich. Auch natürlich, die Serie wird nicht es wird nicht komplett auf Deutsch sein. Eher so, ich plane so 50-50. Paar deutsche Charaktere, ich kenne natürlich viele deutsche Schauspieler auch hier. Und dann auch ein paar amerikanische. Wir sind in Amerika, da gibt es auch viele amerikanische und internationale Charaktere. Natürlich muss da das Drehbuch stimmen, weil, wie gesagt, das Budget ist natürlich zwischen gar nicht vorhanden und sehr gering. Und man braucht nun mal Geld, um Filme zu machen. Aber dafür kenne ich glücklicherweise sehr viel talentierte Menschen hier und ich denke, da kann man was
hinkriegen. Zweiter Punkt, zweite Idee, wäre etwas interaktiver. Kennt ihr noch diese Choose Your Own Adventure Bücher? Die waren vor allem in den 80er, 90er Jahren sehr beliebt. Ich glaube, selbst Gänsehaut, die Bücherreihe, hatte da mal eine Edition. Das sind Bücher, wo man quasi, man liest, liest, liest und irgendwann steht unten auf der Seite, wollt ihr, dass das passiert oder das passiert? Ihr könnt selber entscheiden, wie die Geschichte weitergeht. Tatsächlich, glaube ich, vor 10 Jahren hatte ich mal die Idee, das auf YouTube zu machen, so, aber erstens hatte ich da kein Publikum und ohne Publikum kann man sowas nicht machen. Und zweitens war das einfach so eine Idee von wegen, ha, tolle Idee, und dann ist sie irgendwann ausgestorben, wie die meisten Ideen von mir irgendwann aussterben. Da jetzt glücklicherweise ein Publikum da ist, könnt ihr mal sagen, was ihr davon haltet. Leider ist das Problem an dieser Geschichte, dass es sehr schwer ist umzusetzen. Im Sinne von, wenn man jetzt eine Szene irgendwo, was weiß ich, dass gerade ein Drogendeal in der Wüste, was weiß ich, und dann könnt ihr entscheiden, wie der Charakter handelt, wie ihr auf die Situation reagieren werdet. Und dann muss man aber dort weitermachen in der nächsten Folge, logischerweise. Also die nächste Episode ist eine Sekunde direkt danach. Aber bis man das dreht, vergehen eventuell 2 bis 3 Monate, bis man geguckt hat, wie es weitergehen soll, was ihr in den Kommentaren gesagt hat, bis man das organisiert hat, bis alle Leute zusammenkommen und so weiter und so fort. Und allein schon, wenn mir Leute dabei helfen, kann ich denen nicht sagen, hey, du darfst jetzt 3 Monate lang die Frisur nicht ändern, du darfst dich nicht rasieren, du musst genauso aussehen in 3 Monaten. Oder vielleicht sieht die Location plötzlich anders aus. Die Idee finde ich cool, die Umsetzung wird sehr schwer. Aber wenn jetzt zum Beispiel 90% sagen würden von euch, zweitens finde ich richtig geil, ich glaube, das würde uns richtig Spaß machen, dann kann man sich ein Konzept ausdenken, das irgendwie mit den Umständen funktioniert. Vielleicht hat der Hauptcharakter Blackouts, also wird dauernd ohnmächtig und immer wenn er aufwacht, ist er irgendwo ganz anders, irgendwas anderes passiert. Und ihr könnt entscheiden, was als nächstes passiert. Natürlich muss da noch irgendwie eine Story zu und warum das ist und was der Sinn dahinter ist und so. Aber das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, weil dann Zeitsprünge sind. 3a ist vom Improvisationstheater geklaut im Prinzip. Auch diese Idee, genau die Idee hatte ich damals vor 10 Jahren wirklich, da habe ich meinen Kanal aufgemacht, da hatte ich das Forward Comedy genannt. Und ich habe es niemals gemacht. Ich weiß nicht, vielleicht ist das bei euch auch, aber ich würde sagen, 90% meiner Ideen, die ich so habe in meinem Leben, werden niemals umgesetzt. Ich glaube, das ist sogar noch freundlich ausgedrückt. Sagen wir mal 99%. Also wir versuchen mal diesmal, dass die Idee wirklich umgesetzt wird. Vielleicht dieses Jahr. Das ist mein Ziel, dieses Jahr irgendwas davon hinzukriegen. Ihr gebt mir aus dem Publikum 4 Wörter oder 4 bis 5 Wörter. Das kann alles sein, das kann Banane, Insel, Frikadelle, Luigi, Sci-Fi, sonst was dazu schreiben. Und irgendwas müssen wir dann daraus machen. Diese Wörter müssen ins Projekt eingebaut werden. Ob als Location, als Objekt, im Dialog oder als Charakter. Irgendwie muss das alles eingebaut werden. Natürlich wird immer gezeigt, von wem die Wörter kommen. Also der Zuschauer wird dann natürlich immer eingeblendet, wo wir auch zu 3b kommen, was noch extremer in die Richtung geht. Jemand aus dem Publikum schreibt ein Drehbuch und wir müssen es umsetzen. Das kann absichtlich kompletter Schwachsinn sein. Auch wenn es gar keinen Sinn ergibt, wir müssen es ernsthaft umsetzen. Real, Schauspielern, es muss wirklich ein ernster Film werden, obwohl das Drehbuch dann halt absichtlich halt Quatsch ist. Was, glaube ich, dann auch witzig wird, wenn man ein Making-of dazu macht. Wir lesen das zum ersten Mal, versuchen Ideen zu sammeln, wie man das wirklich umsetzen kann und so. Und ich glaube, da kann man schon was Witziges, Interessantes draus machen. Natürlich, wenn jemand eine richtig coole Idee hat und sich denkt, hey, das Drehbuch habe ich mal vor 20 Jahren geschrieben oder hey, ich wollte schon immer mal diese Idee aufschreiben, aber ich bin gar nicht in dieser Welt und das wird sowieso niemals umgesetzt. Wir können das quasi dann umsetzen. Was richtig geil wäre, wenn man dann wirklich ein Making-of macht, dass der Zuschauer dann irgendwie auch per Zoom eingeschaltet wird, natürlich nicht, wenn die Person nicht gerne vor der Kamera ist, aber wenn man das dann so machen will. Ich möchte jetzt einfach nur mal sehen, ob wirklich Interesse dafür da ist oder nicht und wenn ja, für welche dieser Formate. Und das ist auch eigentlich schon alles dazu. Schreibt dann einfach 1, 2, 3a, 3b in die Kommentare. Und wenn ihr könnt einfach nur abstimmen und einfach nur 1 reinschreiben. Oder wenn ihr noch weitere Ideen dazu habt, gerne alles da lassen.
ich habe ja kein großes Budget oder gar kein Budget und ich hatte tatsächlich in einem Livestream für meine Patreon und Mitglieder schon mal darüber gesprochen, über diese Ideen und da wurde natürlich vorgeschlagen, dass ich Kickstarter, wie sie alle heißen, machen könnte. Und vielleicht hat ja jetzt jemand von euch auch gerade die Idee gehabt und wollte das gerade kommentieren. Dazu kann ich schon mal sagen, ich denke nicht, dass ich so etwas machen werde und zwar einfach aus folgendem Grund. Ich möchte nichts versprechen. Was ich hier für ein Projekt mache, kann am Ende auch kompletter Scheiß sein. So, wer weiß, kann auch wirklich Müll sein am Ende. Und niemand soll hier Geld ausgeben und dann am Ende enttäuscht sein. Ganz einfach. Ich will euch keinen Müll verkaufen. Auch mit einem Budget von $10,000 bis $20,000, was selbst für einen Kurzfilm ein sehr niedriges, low budget, also ein wirklich niedriges Budget ist, selbst damit ist lange nicht garantiert, dass am Ende ein gutes Produkt rauskommt. Dann mache ich das lieber so aus eigener Tasche oder ja, mit Hilfe von Freunden und so, die immer gerne dabei sind, denen ich auch schon geholfen habe in ihren Projekten und so weiter. Das macht man so halt, wenn man irgendwie als Künstler dabei ist, man hilft sich gegenseitig. Wenn es am Ende nicht gut ist, dann ist es einfach ein schlechtes Video, das auf meinem Kanal ist. So, fertig. Es gibt immer mal ein gutes und nicht so gutes Video auf meinem Kanal. Mal sind Videos besser, mal nicht so gut. Und dann fertig. Niemand hat einen Verlust. Außer vielleicht 10 Minuten eurer Lebenszeit. Aber was Geld betrifft, da habe ich eine relativ strikte Einstellung. Ich weiß nicht wieso, aber naja, deswegen mache ich auch nicht wirklich Produktplatzierung auf meinem Kanal. Versuche euch nicht irgendeinen Müll anzudrehen, weil also bisher alle Firmen, die mich angeschrieben haben für sowas, das war alles Müll. Oder es hat absolut gar nicht zu meinem Kanal gepasst und sowas mache ich einfach nicht. Ich bekomme schon genug Support dadurch, dass ihr meine Videos guckt, kommentiert etc. Und natürlich extra und mehr als selbstverständlich noch die Unterstützung durch Patreon und Mitglieder, die wirklich nicht viel dafür bekommen und mich so einfach so unterstützen, ohne dass sie irgendwas dafür erwarten. Also vielen Dank an euch alle nochmal an dieser Stelle. Zurück zum Thema. Jetzt ist ja die Frage, wie das überhaupt alles zeitlich klappen soll. Jetzt, so die Videos, die ich mache, sind schon ziemlich aufwendig und zeitintensiv. So dass ich wirklich die letzten anderthalb Jahre, so seit Anfang des letzten Jahres, eigentlich nur YouTube gemacht habe. Nichts anderes. Ich möchte wieder versuchen, wieder ein bisschen mehr Balance zu schaffen. Dass ich mehr Zeit für Musik und Schauspiel habe. Unter Schauspiel fallen natürlich auch diese Ideen, die ich euch gerade vorgestellt habe. Nochmal lange Rede, kurzer Sinn. Ich mache ja mal Donnerstags- und Sonntagsvideos. Und sonntags ist bzw. wird ab jetzt der feste Tag für eher aufwendige Videos. Und wirklich weiterhin jede Woche, jeden Sonntag ein eher aufwendiges Video. Das wird zum Beispiel sowas sein wie Mexiko, die New York-Reihe, der Oregon Road Trip, Beverly Hills Tour, Downtown, Einkaufsvideos. Donnerstag wird der Tag für etwas simplere Videos, vor allem was Schnitt betrifft. Und manchmal wird eventuell dann auch gar kein Video kommen, damit ich einfach die Zeit für Schauspiel habe, wenn ich sie brauche. Zum Beispiel letztes Jahr war ja mit Castings war ziemlich slow und jetzt tatsächlich in den letzten zwei Wochen habe ich zwei sehr große Castings gehabt, eine Größen, die ich jemals hatte. Meistens wird natürlich nichts draus, aber immerhin mal wieder ein bisschen mehr auch was Castings betrifft. Also Donnerstag simplere Videos, das ist zum Beispiel sowas wie deutsche Marken in Amerika, amerikanische Slangwörter, Autos in den USA, alles was so ein bisschen Recherche braucht und Schnitt, auch ein bisschen Arbeit. Aber die Aufnahmen selber sind relativ simpel. So wie dieses Video, was ihr auch jetzt gerade an einem Donnerstag seht. Ich glaube, die Änderung ist so gering, dass es niemandem aufgefallen wäre, wenn ich das jetzt nicht erzählt hätte. Sagen wir mal so, es wird nicht viel anders sein, außer dass eventuell mal an einem Donnerstag kein Video kommt. Kommen wir zum letzten Thema, wo ich nochmal euren Input brauche. Merch. Jetzt verkaufe ich euch doch irgendeine Scheiße. Natürlich nicht. Ich rede schon seit einem Jahr darüber und es wurde auch ja, von den Leuten, die wirklich Stammzuschauer sind, da mal nach gefragt und so und dann habe ich es irgendwie nie gemacht. Und jetzt habe ich mit einer Merch-Produktionsfirma kooperiert, die sehr gute Qualität, sehr gute also ist jetzt nicht nur dieses Teespring oder so, wo der Druck irgendwie nach einer Woche abgewaschen wird, sondern die wirklich gute qualitative Produkte machen. Ich sag einfach mal, was ich so bisher für Ideen habe. Das Problem ist, dass mein Kanalname mein echter Name ist. Oh, übrigens, wer sich das fragt, ja, das ist mein echter Name. Und ich glaube, es wäre ein bisschen komisch, wenn man einfach nur, wenn jetzt mein Name auf einem T-Shirt steht mit einem Logo. Und das wäre irgendwie komisch. Also ich glaube nicht, dass sowas kommt, wo einfach dann Aramis Merlin draufsteht oder so. Also es muss irgendwie so ein Running Gag sein oder irgendwie
thematisch zu meinem Kanal. Dachte da irgendwas mit gratis auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, der größte Running Gag. Meine Liebe für gratis. Irgendwas mit Peace. Peace ist natürlich der Standard und ich glaube, Peace kann nie genug auf einem T-Shirt stehen. Vielleicht nicht nur das Wort, sondern irgendwas dazu, damit es nicht ganz langweilig ist. Und dann dachte ich mir, ein bisschen aufwendiger, aber eher eine simple Collage aus typischen amerikanischen Sachen, wie sowas, was das Hollywood-Zeichen, die Empire State Bridge. Ja, die gibt's, die Golden Gate Bridge, das Empire State Building, Freiheitsstatue und vielleicht eine schöne Berglandschaft im Hintergrund, was so die Landschaft von Amerika symbolisiert und dann so der Bronco von der Seite, der davor vorbeifährt, was einfach so wirklich zu meinem Kanal passt. Dann dachte ich noch etwas, was so typisch Los Angeles ist. Vielleicht kennt ihr dieses typische Los Angeles Established 1781 Design, dass man da irgendwie so eine Version von macht, die so ein bisschen auf den Kanal angepasst ist. So, dass es am Ende Merch ist, das nicht unbedingt aussieht wie Merch. So, also wirklich was ist, was man auch tragen kann. Und dass man nicht nur 20 Euro für ein Shirt ausgibt und am Ende will man das nie anziehen, weil es einfach blöd aussieht so und man damit nicht in der Öffentlichkeit gesehen werden will. Ich habe keine anderen Ideen. Ich hätte wirklich mal mehr Running Gags etablieren sollen in meiner Zeit hier auf YouTube. Monster Porsche. Ja, der nicht. Logischerweise kann ich das nicht einfach auf ein T-Shirt schreiben. So ein auf dem Walk of Fame, die Sterne und so weiter von Beramis. Das wäre auch klasse, oder? Das würden sich bestimmt Leute anziehen. Ich bin definitiv Profi-Designer. Also, falls ihr bessere Ideen habt, gerne in die Kommentare. Ansonsten, also fühlt euch nicht gezwungen, auch zu da jetzt Ideen zu liefern. Da im Team sind ein paar Designer, die machen da vielleicht was Besseres draus, als was ich in meinem Kopf habe. Und dann schon mal vielen Dank im Voraus für eure Teilnahme in den Kommentaren. Es war mir wirklich wichtig, einfach euch zu fragen. Der Kanal ist kein Riesenkanal. Wir schaffen es vielleicht hier bald auf die 100.000. Mal gucken. Ich denke nicht bis zum 16. März, wie geplant oder wie das Ziel war. Aber ich denke mal im nächsten halben Jahr sollte es eigentlich klappen bis zu 100.000. Der Kanal ist nicht riesig groß, aber was es wirklich besonders macht, ist die Community. Das ist einfach so ein netter Umgang da, ist sehr viel Positivität und es ist einfach in der negativen Welt, die scheinbar immer negativer wird, so ein bisschen Positivität, dass alle da irgendwie ein Lächeln von kriegen können und der nette Umgang miteinander. Deswegen war es mir wichtig, dass das Publikum ist einfach, ist mir besonders wichtig und deswegen möchte ich euren Input da gerne haben. Ganz ehrlich kann ich schon mal vorweg sagen, ich bin kein Fan von Venice. Ich bin kein großer Fan, aber es ist trotzdem ein Ort, wo jeder, der in Los Angeles Urlaub macht, mal gewesen sein muss. Das muss man gesehen haben und vor der Kamera macht es wirklich was her. Es ist wirklich sehr bunt, sehr viele interessante Charaktere laufen da rum und einfach ikonisch für Los Angeles. Und jetzt vielen Dank an alle meine... vielen Dank fürs... Wie lang ist das Video geworden? Die Aufnahme ist so lang. Eigentlich sollte das geplant 10 Minuten lang werden. Danke an alle Patreon, danke an alle Mitglieder auf YouTube. Vielen Dank an alle PayPal-Donationen. Und wir sehen uns, ihr seht mich, am Sonntag. Peace.